Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen One Piece Theorie, und zwar: Könnten Frankie und Eustace Kids miteinander verwandt sein? Ja, auf den ersten Blick wirkt das eher unwahrscheinlich, aber schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Beide kommen sie aus dem South Blue. Frankies Eltern waren Piraten und warfen ihn vor Water 7 ins Meer, wo er von Tom aufgesammelt wurde. Bei Kid haben wir bis dato nicht viel von seiner Vergangenheit mitbekommen. Wenn wir uns aber das von Oda gezeichnete Bild von Kid als Kind anschauen, sehen wir, dass seine Klamotten zerrissen und dreckig sind. Dies deutet darauf hin, dass er in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Möglicherweise wollten auch ihn die Eltern nicht behalten und gaben ihn in ein Waisenhaus. Dadurch, dass er nie Eltern besaß, hat sich seine düstere Natur gebildet. Auch äußerliche Fähigkeiten pflegen die beiden. Vergleichen wir mal Frankie vor seinem Umbau zum Cyborg und Kid miteinander, merkt man, dass sie im Grunde dieselbe Frisur haben. Naja, bis auf die Haarfarbe natürlich. Aber selbst hier passt es mit Blau und Rot sehr gut. Zwei gegensätzliche Farben, Wasser und Feuer, ihre Haarfarbe spiegeln auch ihre gegensätzlichen Charakterzüge wider. Blaue Freundlichkeit und rote Wut. Was aber bei den Bildern besonders auffällt, beide besitzen eine Fliegerbrille. Auf den ersten Blick wirkt das nicht verwunderlich, jedoch auffällig. Bei dem Bild mit Kid als Kind hält er auch einen Roboter in der Hand, welches ein Foreshadowing an Frankie oder seinen Riesenroboter sein könnte. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass Oda in einer FPS sagte, wenn Kid kein Pirat wäre, wäre er ein Waffenbauer. Und auch Frankie baute viele Waffen mit seinen Battle Frankie Schiffen. Oda teilte viele Charaktere in Länder ein. Hierbei war Frankie die USA und Kid Schottland. Viel Historisches gibt es hier leider nicht, bis auf die große Zuwanderung Schottländer in die USA zur amerikanischen Revolution. Doch was würde es uns bringen, sollte sich diese Theorie bewahrheiten? Naja, genau zwei Sachen. Einen möglichen interessanten Handlungsstrang: Beide könnten irgendwann von ihrer Verwandtschaft erfahren und Eustace Kid könnte sauer auf Frankie werden. Während Kid in einem Waisenhaus aufwuchs, wurde Frankie liebevoll von Tom großgezogen. Daraufhin könnte Kid auf Frankie sauer sein. Zum anderen könnte das auch eine ganz interessante Kampfpaarung geben, aus mehreren Gründen. Frankie könnte Kids Arm erneuern und zu einer besseren Waffe ausbauen. Und Kid könnte mit seiner Fähigkeit Frankie bzw. Frankies Riesenroboter noch erweitern. So, und nun zu guter Letzt der absolute Beweis, dass die beiden Brüder sind. Passt auf! Wir haben ja vorhin über Kids Fliegerbrille geredet. Schaut sie euch mal genau an und nun stellt euch vor, er zieht sie über seine Augen. Ihr habt diese kleine Ausbeulung bemerkt? Diese wäre dann in Höhe der Nase und erinnert an Frankies Metallnase. Ein Foreshadowing? Nein. Deshalb hat Frankie nur eine Metallnase? Nein. Okay, das war nur ein Spaß, aber es sieht trotzdem irgendwie etwas vertraut und trotzdem etwas seltsam aus. Naja, gut. Wer sieht hier seltsam aus? Du siehst seltsam aus. Super seltsam. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt doch eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein kleines Abo, einen kleinen Daumen nach oben, natürlich auch den Kommentar. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt und immer für die neuesten Videos eine kleine Nachricht bei euch in YouTube aufploppen soll, aktiviert einmal die Glocke, denn die Glocke ist wichtig mittlerweile durch diesen geilen YouTube-Algorithmus. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns auch bei dem nächsten One Piece Theorie Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.